So, liebe Leute, und jetzt willkommen zu meinem letzten Teil dieses, ja, mehrteiligen Pack-Openings. Es ist, wie es ist. Das ist der letzte Teil unserer Reihe. Der dritte und letzte Teil. Und ihr seht, die Ronaldo Messi. Und ich will euch mal das ganz kurz zeigen, bevor wir hier losgangen. Ich habe mir für 100 Euro Packs gekauft, das habe ich hier 300 Euro, ich habe noch selber ein paar hier aufgemacht, 300 Euro in dieser Woche ausgegeben für Packs. Ich mache das nie wieder, wenn heute jemand kommt. So, wir werden hier mal ganz kurz schauen, ob es einen Lionel Messi Spezial, ja, wird es wohl anscheinend geben. 4.099.000, ja, Wertung, das ist unglaublich, was der, ja, das ist nicht normal. Tut mir leid, das ist nicht normal. Also, es gibt ja auch nicht sehr viele, muss ich ehrlich sagen. Dann haben wir Ronaldo mit 98. Bitte darum, hier. 98 Ronaldo. 2 Millionen bis 3 Millionen, das ist unglaublich. Das ist nicht normal. Wirklich nicht normal, tut mir leid. So, dann und dann noch Neymar. Für ganze 97. Für ganze 3 Millionen. Also, wenn ich einen von denen ziele, habe ich ausgesorgt. Aber mir würde auch schon ein Gareth Bale freuen oder einen Ibrahimovic oder irgendjemand, mit dem ich was anfangen kann in Zukunft. Und ihr seht, die 100 Capex sind draußen, aber ich möchte keine 100 Capex aufmachen, weil dann dauert das Video wieder. Ich glaube nicht, dass das was bringt, aber die 15 Capex, die sind sowieso sinnlos. Deswegen werde ich jetzt einfach mir hier die Mega-Sets aufmachen, die 35k-Sets, die 7 und dann noch den Rest. Das sind immer noch 5000, ja. Machen wir erstmal die auf und dann schauen wir weiter, was wir dann machen. Erstes Mega-Set. Wir sind gespannt. Ein guter Spieler. Wir werden gleich jeden hinziehen. Der erste, der T-Word und Torwart und gleich Rufier. Oh, der erste Informspieler. So kann der Tag beginnen. So, hier, wie viel wird er wert sein? Naja. Ah, vielleicht 50.000, okay. So. Die sammle ich jetzt, also ein Sasa. So, zumindest mal. Ja, das ist okay. Bin ich zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Erstes Pack. Informspieler gleich einmal. So kann es losgehen. Ich glaube, heute wird ein guter Tag. Ein sehr guter Tag wird heute. Zweites Pack. Da wird wahrscheinlich wieder nichts kommen. Ich sehe es schon vor mir. Aber wir hoffen natürlich, einen Team of the Year zu bekommen. Stürmer und Benteke. Ja. Geht, würde ich sagen. Nicht, dass da hinten noch ein Bale kommt, deswegen gehen wir hier hinter Duplikate. So, oh, ein Goldset. Cool, Hammer. So. Aber auch nicht sehr gut momentan. So. Also Benteke ist okay. Ist jetzt nicht das Beste, was es gibt, aber nicht so schlecht. So, nächstes Pack, zentraler Mittelfeldspieler. Und das ist Andrea Pirlo. Na, Gottes Willen. Aha. Vietto, doppelt Duplikat, also leider noch nicht. So, machen wir mal dieses, ja, Gratis-Pack auf. Kun Aguero, der war schön. Kriegen wir nicht, kommen wir gleich hier. Ach Gottes Willen. Und das hier, kenne ich ja gar nicht, noch nie gehört von jemandem. So. Weiter geht's. Noch 7 verbleibend. Komm schon, irgendeiner. Turan, Adra Turan, den habe ich schon in meiner Mannschaft. Sanja, ja, nicht sehr schlecht, aber der Rest. Adra Turan, der ist auch nichts wert fast. Aber ein recht guter Spieler. Relativ langsam, aber. Vor allem als Flügelspieler. So. Weiter geht's. Es sind auf jeden Fall besser die Packs als sonst, die ich sonst gezogen habe. Vielleicht irgendjemand. Oh, jetzt wird's ganz verrucht. Roland, Antonello, Irueta. So. Oh, jetzt habe ich den noch. Ja, oh, 3000 Münzen. Toll. So, weiter geht's. Es ist unglaublich, was ich heute ausgegeben habe. Da muss doch irgendein guter Spieler ran. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendjetzt einer. Ein guter vielleicht. Jetzt kommt was.
Oh weh. Nuri. Habe ich auch schon mal gezogen. Können wir gleich wegmachen. So. Weiter geht's. Es ist toll, was ich heute sehe wieder. Das gefällt mir wieder. Wieder Gignac. Oh weh. Oh weh, oh weh, oh weh. Was soll die Scheiße? Was? Zum Himmels Willen ist das jetzt hier. Mann. Ist das. So, drei Sets hier verbleibend. Und ich verstehe nicht. Ich kriege keinen guten Spieler. Bitte irgendeinen. Jetzt Begovic. Den habe ich auch schon in meiner Mannschaft. Nichts. Das ist doch lächerlich, ist sowas. So, zwei können wir hier noch öffnen und ich brauche irgendeine Timo hier. Komm schon, bitte! Hünteler, klar, sein Hünteler, was soll ich mit so einer Scheiße? Ellen. Lanana, Entschuldigung, war das. Brauche ich nicht, brauche ich noch nie. So, letztes Pack hier. Letztes Megaset, bitte! Gabi. Dos Santos. Ja, das ist ja, schaut euch mal die Scheiße an hier. Der Chinese, was brauche ich den Chinesen hier? So, dieses Set ist nicht mehr verfügbar. Öffnen wir mal so einen zwischenzeitlich mal. Ich würde sagen, wir machen jetzt 200k-Sets auf. Jumbo seltene Spieler-Set. So, da können wir dann nur noch... Ich bin gespannt. Mandzukic. Mario Mandzukic. Ist das euer Ernst? Griezmann ist nicht so schlecht. Oh! Costa ist nicht schlecht, okay. Mandzukic... Das sind jetzt ist kein schlechtes Pack. Aber das ist halt nicht das, was ich mir für so viel Geld erwarte. Beim besten Willen nicht. So, dann können wir hier noch eins aufmachen. Und wir hoffen natürlich auf irgendeinen guten Spieler. Wir haben noch keinen guten Spieler gezogen. Beim besten Willen nicht. So. Lahm wenigstens. Na, ey, Boateng hätte ich jetzt gehofft. Jetzt bekomme ich Höwedes als besten Spieler. Das ist wirklich... Eine Scheiße hier. Schaut euch mal den an. Cole. Daya. Oh weh, was ist das hier? Eine Lichtgestalt. So, jetzt können wir hier noch... Jetzt öffnen wir hier noch drei Packs. Und dann beende ich die Scheiße hier für dieses Jahr. Brauche ich ja keine Packs mehr aufmachen. Team of the Season weiß ich sowieso. Ich kriege keinen. Und da bekomme ich... Matuidi ist nicht so schlecht. Verkauft er sich für was, er wird nichts wert sein hier. Schaut euch das mal an. Schaut euch mal Matuidi an, der ist nichts wert. Nichts wert. Bei Ding brauche ich gar nicht nachschauen bei Kassiers, weil der ist lächerlich. So. Noch ein Set. Letztes Set. Okay, vorletztes. Und wir bekommen Shut Off. Gott, das ist wirklich... Langsam wird's peinlich. Langsam wird's wirklich peinlich. Letztes Pet. Wahrscheinlich kommt jetzt ein... Ja, ich brauche gar nicht mehr schauen. Das ist sowas von lächerlich wieder. Diese Scheiße. 100 Euro ausgegeben und das, dann bekomme ich... Thiago. Thiago Alcantara. Jones. Hammer. So. Das einzig Positive ist wirklich... So, machen wir noch hier so eins aus. Also Griezmann habe ich ja gezogen... Wir werden gleich mal schauen. Oh! Ja, Pisscheck. Dachte echt nicht, dass ich hier noch einen seltenen Gottspieler ziehe. So, 98.000. So, wir werden jetzt... Ich zeige euch jetzt mal, jetzt, wen ich hier alles gezogen habe. So. Ah, da muss ich ein paar Team-Objekte annehmen. Da habe ich auch hier jetzt genug gezogen. So. Zwei habe ich am Ding gespeichert. Also, ich habe gezogen. Gestern ja hier die, dann Lori, dann... Den können wir... Okay, warte, Entschuldigung. Oh, pardon. So, wollte ich ja gar nicht jetzt machen. So, so, also, ich habe gezogen. Lori, das habe ich... Also, Griezmann, Mandzukic, Thiago, der habe ich gestern schon gezogen. Benteke, mehrere Male schon. Costa, nix wert. Dann hier Henderson, Lamela, die habe ich auch schon gezogen. Dann heute habe ich nochmal... dann habe ich Sanja... Und Arnautovic, das ist also der Ding für... Und natürlich den Lord gestern, das war mein einziger Erfolg. Also das ist der Preis für 100 Euro
Das bekommt man also, wenn man 100 Euro ausgibt bei FIFA, Leute. Ich kann es euch wirklich nicht empfehlen. Ich danke dennoch fürs Zuschauen. Das war mein letztes Pack-Opening, definitiv. Nächste Woche geht's wieder weiter mit Madden NFL 60. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.